Hallo ihr Lieben zusammen, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ich klinge ein bisschen nasal, aber ich rede den ganzen Tag mit der Kamera. Ich bin immer noch in den Jahresreadings drin und ja, das hinterlässt auf der Stimme eben Spuren. Wir gucken jetzt in die Qualität der neuen Woche. Ach ja, vorher gibt es noch einen Erfolg zu verbuchen. Ich habe die 7000 geknackt. Ich glaube, ich weiß auch mit was, mit den Sternzeichenlegungen. Da kann ich eben mehrere Kollektive noch erreichen, mehrere Untergruppen von Themen. Dafür vielen, vielen Dank für jedes Abo. Das kostet euch ja nichts. Und ja, ich habe eigentlich eine schöne Community. Ich fühle mich getragen. Du brauchst nicht immer 20.000 Abos, um etwas, ja, ich sag mal, Großes zu machen. Wenn du die richtigen Leute mit an Bord hast, geht es von alleine. Und dafür danke ich euch. Vor allem auch denen, die mich schon sehr lange unterstützen und begleiten. So, jetzt gucken wir, was die neue Woche mitbringt. Ihr habt am Ende noch die Möglichkeit, euch eine kleine Botschaft auszusuchen. Und wir haben schon die erste Karte. Die nächste Woche geht es viel darum, dass etwas in Bewegung kommt aus dem Umfeld. Dass wir vielleicht neue Wege suchen. Das kann etwas sein, was auch Zweifel mitbringt oder wo man so ein bisschen hinterfragt. Es geht um das Thema Treue, Loyalität, Freundschaft. Es kann ja auch sein, dass hier einige Treffen anstehen, dass man neu auf Menschen zugeht. Die können hier auch ein bisschen weiter weg von euch sein oder die habt ihr vielleicht schon lange nicht mehr gesehen. Möglicherweise auch Treffen mit Kindern. Ja, die Aussage ist hier schon mal so ein bisschen: Trau, schau wem in deinem Umfeld, ne? Also guck darauf, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist, wo etwas Platz bei dir sucht, wo du keinen hast oder was dich nährt und was dich auch trägt. Hier habe ich eine sehr schöne Energie, die Veränderung mitbringt im Liebesbereich. Und eine Situation, ja, ich sag mal so, man kann einen Schatten beenden, man kann ihn aber auch integrieren. Und hier guckt man auf das Ende von irgendetwas, was einen stark mit Zweifeln einhergehen ließ. Eine Situation, die dich schwanken ließ. Irgendeine Emotion, die dich auch belastet hat, kann hier beendet werden. Das ist sehr schön. Und dieses Feld wird hier dann in der Spiegelung wieder sehr viel, ja, auf gutem Grund stehen und dir einen guten Boden mitgeben für die Dinge. Wir haben jetzt hier im Haus des Hauses die Blumen drin. Also es geht sehr stark um dich, um deine Umgebung, um dein Umfeld. Auch so diesen Austausch, den man da hat auf der herzlichen Ebene, ne? Dass man irgendwie merkt, was man noch braucht, was man nicht mehr braucht. Wer dir Freund ist, wer dir Feind ist. Ja, es ist einfach eine schöne Energie, ne? Vielleicht macht einer oder andere auch sich im häuslichen Bereich das richtig schön, sodass das Herz aufblüht. Aber ich habe tatsächlich auch eine gute Energie bei allem, was Wachstum braucht in der Liebe oder wo einem das Herz einfach wieder aufgeht, ne? Es gibt hier Veränderungen, die sehr viel Klarheit mitbringen. Ich habe ja eine gute Nachricht für einen oder anderen von uns. Die Qualität der Sonne liegt ja noch im Haus der Blumen drin. Also das ist eigentlich eine kreative Energie. Da kommt viel Gutes. Da kannst du mit Nachrichten rechnen, die plötzlich kommen, mit Zusagen. Etwas, was sich für dich so gezeigt hat, dass es nicht harmonisch war, kann sich umdrehen. Und ich habe hier das alles, was du neu beginnst oder was dir wichtig ist, auch unter einem guten Stern steht, dir eine Veränderung bringt, ja, die dich aufblühen lässt, die klärend ist.
Das Kind liegt ja im Haus des Kindes drin. Also es kann diese nächste Woche schon sehr darum gehen, dass man sich überlegt, wo möchte ich was neu generieren? Vielleicht auch im kleinen Rahmen. Also gute Chancen eigentlich für alles Mögliche, was du neu kreieren willst. Ja, wir haben jetzt auch das Schattenthema hier schon beleuchtet. Hier geht es eventuell um, wir haben ja hier die liebevolle Energie auf der Herzensebene. Und hier haben wir unten die zwei Männer. Also ich gucke ja als Frau, deshalb sage ich jetzt Männer, wenn du ein Mann bist, drehst du dir das bitte um. Du guckst natürlich immer aus deiner Perspektive. Und hier geht es irgendwie um die Vaterfigur, ne? Um einen Platz, den dein Gegenüber und Partnerschaften in deinem Leben haben. Wo kommt deine Stärke her? Wer schützt dich? Sowas alles, ne? Wer umgibt dich? Wo bist du derjenige, der andere schützt? All sowas. Es geht auch hier darum, dass du, wenn du zum Beispiel ungeklärte Situationen mit einem Partner hast, hier sehr gute Chancen hast, dass ihr klärt, dass ihr redet, dass ihr neu aufeinander zugehen könnt. Hier liegt sogar die Qualität des sich neu Verliebens oder jemand Neuen kennenzulernen. Ich kann es auch nicht ändern, es ist das Kollektiv. Es geht hier sehr viel um die Liebe, um die Herzensangelegenheiten, um die Herzöffnung, um Klärung auch, die man mit den Partnern oder so hat, ne? Also wirklich eine wunderschöne Energie. Viele können hier sogar ein neues Kapitel im Leben aufschlagen, weil sie hier ein Schattenthema nicht mehr tangiert, weil sie verstanden haben, begriffen haben, weil sie sich irgendwo aus einer Verstrickung auch rausgearbeitet haben. Und es ist wirklich klasse. Das Leben der eigenen Größe ist hier auch möglich. Ihr könnt hier sogar Situationen, die zum Beispiel trennend waren, ne? Wo man euch verletzt hat, wo irgendwelche Wunden sind, wo man den Kontakt abgebrochen hat zu jemand, weil man das nicht aushalten konnte oder wo man sich einfach dafür entschieden hat, ich nenne es mal so, aus der Situation rauszugehen. Das kann hier sehr schön überwunden werden. Also man kann hier so eine Trennung beenden. Man kann spüren, wo bin ich in die richtige Richtung gegangen, wo möchte ich wieder mehr Verbindlichkeit haben. Ne? Hier unten die Energie, die ist sehr getragen. Ne? Wir haben hier die gute Möglichkeit, weiterzukommen, uns auf die Reise zu machen, Entscheidungen zu treffen, die allen gut tun. Es kann auch sein, dass sich hier sowas klärt, damit man sich wieder auf den Weg machen kann, wo so das letzte Bröckelchen gefehlt hat. Es sind hier Entscheidungen tatsächlich auch, am beruflichen Bereich oder bei allen Themen, die irgendwie Stabilität benötigen. Das können hier Wege sein im Beruf. Da lässt du etwas weg und nimmst etwas Neues hinzu. Und guckt euch das mal an. Wir haben hier unten, ich weiß nicht, die Kamera möchte nicht so, wie ich will. Das Karma-Kreuz, das Beenden einer Verstrickung, das haben wir hier oben schon gehabt. Ein neues Kapitel, das aufgehen kann im Leben, das in allem liegt, wo es Schwierigkeiten in Beziehungen gab oder bei Verträgen oder irgendetwas, was euch irgendwo eine Wunde gemacht hat, dass ihr so über die Zeit mitschleppt. Klar, regeneriert man sich, aber sitzt halt in den Emotionen drin und manchmal kocht es hoch und hier unten haben wir das ganze Thema nochmal, ne? Man kann hier einen Kreislauf weglassen, der nicht weitergebracht hat.
Man strukturiert vielleicht auch etwas Berufliches um, wo man sich im Kreis gedreht hat. Die berufliche Energie ist hier ein bisschen seltsam, ne? Einerseits haben wir hier in unserem eigenen Haus den Anker drin. Es gibt viel zu tun. Es geht darum, die Finanzen zu stabilisieren, weiterzukommen im finanziellen Bereich und trotzdem so unabhängig wie möglich zu sein. Hier zeigt sich so ein Kreislauf auch in dem Hamsterrädchen, der sich hier beenden kann. Und hier kriegst du wirklich die Möglichkeit, etwas wegzulassen, was dir nicht gut getan hat oder wo viel Konflikt mit einherging. Und es wird dir hier ein anderer Weg gezeigt, ein Erfolg, ein persönliches Weiterkommen. Es kann auch sein, dass du hier dich für etwas nicht entscheidest, damit du selber weiterkommst, ne? Der Schatten kann hier auch sein, dass, wenn ich das hier nochmal genauer angucke, dass wir uns damit beschäftigen, was in Beziehungsdingen in die falsche Richtung gelaufen ist, wo es Situationen gab, wo man so emotional auch, ich sag mal, abhängig war. Es kann um die Ehrlichkeit gehen, um die Authentizität, um das Zeigen, wie es wirklich ist. Und es ist hier sehr so, dass man irgendwie eine Mauer sprengen kann, einen Schutzwall, den man um sich aufgebaut hat, um irgendetwas nicht nochmal zu erleben. Lasst mich noch mal gucken. Hier geht es darum, dass man auch viel über die verbindlichen Finanzen klärt. Das heißt, ne, wo zahlt man was, was vielleicht unnötig ist, wo kann man sich Verträge oder Sachen, die eben im Kreislauf kommen, jeden Monat wiederkehrende Zahlungen so verändern, dass indem man was weglässt, ein Mehrwert kommt. Selbstwertthemen sind hier natürlich auch mit drin. Das Schönste an dieser Legung finde ich wirklich, dass sich hier einiges dreht bei allem, wo du so verstrickt unterwegs warst. Hier habe ich sogar das Bestehen einer karmischen Prüfung, eine Lektion, die gelernt wurde, ein Gewicht, das dir von den Schultern genommen wird. Und du darfst ja sogar damit rechnen, wir haben hier in der Korrespondenz die Plötzlichkeit drin, dass du da irgendwo eine gute Nachricht herkriegst, wo du gedacht hast, da dreht sich nichts oder das wird hier nichts. Und das sogar, glaube ich, eher sogar in zwei Bereichen, ne? Ich sehe hier so Doppelungen drin, zwei Möglichkeiten, zwei Bereiche, zwei Lektionen, zwei Menschen. Und wenn man es noch weiter ausbauen möchte, geht es hier darum, dass man seine Unabhängigkeit hat, dass man so Verbindungen, die auf Abhängigkeiten basieren, erkennt und dass man aus irgendeinem Verlust einen Plus machen kann. Hier können auch Kreisläufe weggelassen werden, die einem nicht gut tun. Ich habe auf jeden Fall auf der Spiegelung und auf der Korrespondenz des Ringes eine wunderschöne Energie. Hier kommen vielleicht auch schicksalshaft neue Menschen rein. Man ist sehr viel damit beschäftigt, seine Lebensreise zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren, die Umbrüche anzunehmen, also Anfang und Ende einer Situation zu bejahen. Und ja, plötzliche Auflösung von schwierigen Themen, ne? Wir haben hier die Schlange und hier in der Korrespondenz die Sense. Das ist schon auch so eine plötzliche Erleichterung von dem Weg, der sehr verstrickt oder mit Umwegen behaftet war. Und die genesende Energie ist hier sehr gut.
Eine gute Woche auch, um Wissen sich anzueignen, sich weiterzubilden, irgendetwas zu erlernen, was einem auf die längere Frist eine gute Veränderung mitbringt. Eine kreative Lösung, die hier auch zu sehen ist. Und in der Mitte haben wir auch das Beenden eines Konflikts aus Kindertagen. Okay, ihr Lieben, ich gucke gerade noch mal drüber, deshalb dauert es. Es geht sehr viel darum, eine liebevolle Energie in alle Beziehungen zu bringen. Hier unten am Beruf, an den Finanzen haben wir hier die Expansion, das Weiterkommen. Unter Umständen geht es auch um Dinge, die haben so Themen mit geistiges Erbe oder das, was in deinen Möglichkeiten liegt, das ist immer schwierig zu erklären. Denn so wie du natürlich auch deine blauen Augen oder die blonden Haare erbst, hast du halt auch deine Familiengeschichte. Die hast du natürlich auf beiden Seiten. Und auch da gibt es eben Themen, die sich wiederholen, die auf deinem Plan stehen, sozusagen, die deine Lebensreise betreffen. Und die Woche wird sehr viel damit an Themen vorbringen, wo man so ein bisschen ein inneres Gefängnis sprengen kann. Eine Situation, wo man nicht drüber gekommen ist oder wo plötzlich die Auflösung hergeht. Auf einem schnellen Weg. Ein neues Kapitel kann hier aufgeschlagen werden. Ein Wissen, das du brauchst, steht dir zur Verfügung. Die Woche ist an sich voller Wissen und Erfahrungen. Ja, und es geht hier sehr viel um das Annehmen einer Situation, die du geerbt hast. Ich sage immer, blonde Haare kannst du färben, du kannst dir auf blaue Augen grüne Kontaktlinsen knallen. Das heißt aber noch lange nicht, dass du deine DNA abschneiden kannst oder verfärben, ne? Du kannst versuchen, aus dem, was du mitgekriegt hast, das Beste zu machen und die Einflüsse, die hinderlich sind oder die Kreisläufe oder die Wiederholungen so zu gestalten, dass du damit sehr gut umgehen kannst. Alles andere ist, glaube ich, nicht so wirklich wichtig. Okay, ihr Lieben, ich lasse noch einen kleinen Engel draufspringen für die Woche. Dann dürft ihr gleich noch im Anschluss eine Botschaft wählen, wenn ihr wollt. Das Schicksal stellt hier vielleicht so ein bisschen das Gefühl von, ich fühle mich sicher mit meinen Veränderungen auf den Kopf, weil wir haben hier im Hause des Schlüssels das Kreuz drin und hier im Haus des Kreuzes des Schlüssels. Ne? Hier kann sich einiges auflösen, was mit dem Thema zu tun hat, dass wenn Dinge sich verändern, man sich vielleicht nicht so safe fühlt, aber dass es im Nachhinein das Beste ist. Heute geht alles ganz leicht, sagt der Engel und fährt mit dem Fahrrad den Berg hinauf. Okay, ihr Lieben, ich drücke euch, habt eine schöne Zeit und bis Sonntag. Ich stelle uns hier einen Engel hin und die Nussschale. Dann könnt ihr hier eine Karte wählen für die nächste Woche noch als Impuls. Dabei belassen wir es auch heute. Ich kann mich schlecht entscheiden. Es ist mal ein bisschen versetzen. Mein Auge ist da immer sehr streng. Ich würde die Nussschale nehmen. Ja, ein Reinigungsprozess steht an. Hatten wir das nicht letzte Woche auch schon mal? Also ich meine, aber ich kann auch falsch liegen.
Bei der Karte geht es darum, dass das Energiefeld befreit wurde von allem, was es nicht mehr braucht. Und es geht darum, dass die Karte auch auffordert, loszulassen, weil es uns nicht länger dient. Das hatten wir im großen Blatt auch unten dran, ne? Abstand von allem zu nehmen, was freudlos oder düster ist. Sich selbst zu reinigen, das Umfeld putzen, aufräumen, Ordnung schaffen. Habe ich mir im Übrigen auch vorgenommen, wenn ich Zeit habe. Aber ich habe kaum welche. Und trotzdem ist es wichtig, das auch zu tun, ne? Weil wenn man so vollgestopft ist, ist man auch irgendwie nicht so ganz verbunden. Und es ist einfach Zeit, wieder in die Leichtigkeit des Seins zu kommen, ne? Sich gut zu ernähren, unbeschwert leben, also dass eine hochschwingende Lebensenergie beginnen kann, dass dein Licht wieder strahlt und ja, dann mach deinen Weg frei für dich und dein Licht. Hier wird man sich nämlich bald fröhlicher und gereinigter fühlen und irgendwie nimmt etwas eine neue Energie auf, die sich sehr gut anfühlt. Dann nehmen wir das Engelchen. Was habt ihr Schönes? Ihr habt das Themenverspieltheit mit den Elfen. Ihr dürft also versuchen, den Dingen Leichtigkeit einzuhauchen. Auch das innere Kind zu nähren. Wir hatten ja im großen Blatt das Kind im Hause des Kindes. Und die Karte sagt einfach, wenn du das Leben sehr ernst genommen hast, dann werde ein bisschen lockerer. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass es dir gut geht. Es kann sein, dass du hier so ein bisschen das Gefühl hast, dass deine privaten und beruflichen Verpflichtungen deine Lebensenergie blockieren und dass eine Auszeit für dich nötig ist, dass du deine Seele erquickst, dass du dir was Gutes tust und dass du dem Glück mehr Raum gibst für dich. Hier haben wir ja eine Elfe drauf und die sind im Wald und spielen da. Vielleicht magst du mal in den Wald gehen. Die stehen hier auch ein bisschen für Streiche und Unfug, also das, was unseren Alltag auch erhellt, wo wir drüber lachen können. Sei gut zu deinem inneren Kind, lege schwere Verpflichtungen ab, gönn dir was, mach Spaß, unternimm etwas, was dir gut tut, damit dein Wohlergehen dir wieder ein anderes Resonanzfeld mitbringt von Leichtigkeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.